Für manche ist Ryan Carter vielleicht Amerikas Liebling. Aber jene, die ihn kennen, wissen, dass hinter dem freundlichen Gesicht ein voll ausgestattetes Rennmonster steckt. Es war kein Zufall, dass er den Titel Wild Rush Master gewonnen hat. Und wir versichern Ihnen, dass Ryan es dieses Jahr auf höhere Ziele abgesehen hat. Wir begrüßen unsere Zuschauer dort draußen beim Gravel Channel. Jeder Fahrer weiß, dass das Schwierigste an einem gewonnenen Titel die Verteidigung ist. In den nächsten paar Rennen ist dies Ryan Carters Aufgabe. Aber alle, die ihn kennen, schwören, dass Ryan seine Versprechen immer hält. Führt seine Entschlossenheit oder die Ambition des Gegners zum Sieg? Wir sind heute hier, um es herauszufinden. Und ich habe das Gefühl, dass es heute ein heißes Rennen gibt.
Das erste Rennen ist vorbei. Aber irgendetwas sagt mir, dass das Beste noch kommt. Wenn Sie wissen wollen, wie es ausgeht, dann bleiben Sie beim Gravel Channel. Liebe Offroad-Fans, das zweite Rennen beginnt gleich. Und wir sind an dem Wendepunkt, der den neuen Wild Rush Master bestimmt. Der Herausforderer hat entgegen aller Erwartungen das erste Rennen gewonnen. Und Ryan Carter jagt hinterher. Das sind die Zutaten für eine explosive Mischung. Und wir sind hier beim Gravel Channel bereit dafür. Machen Sie es sich bequem und bleiben Sie stark. Die Offroad Masters beginnen jetzt.
Die heutige Übertragung schließen wir mit den Ergebnissen des zweiten Rennens ab. Atmen Sie tief durch und seien Sie bald wieder. Danke, liebe Zuschauer, dass Sie den Gravel-Channel eingeschaltet haben. Unsere Fahrer werden heute alles riskieren, denn es wird keine zweite Chance geben. Das Wild Rush Master Final beginnt jetzt und ich weiß genau, dass in solchen Rennen einfach alles möglich ist. Ein unvergessliches Event erwartet uns. Wenn Sie es verpassen, sind Sie selbst schuld.